nicht auch andere Sachen, die brennen? Nein. Menschen, Also, und dann gibt's Haut, natürlich, Haare. und dann gibt's natürlich, dann ist natürlich die Frage, Oh, Haare brennen sehr, sehr gut. Holz schwimmt ja. Also, und was schwimmt auch? Natürlich, Aber Haut Enten. brennt. Also muss, wenn eine Hexe genauso weniger wiegt als ein Stück Holz, weniger wiegt als eine Ente, dann muss sie aus Holz sein, was bedeutet, sie ist eine Hexe. Also Menschen brennen verdammt gut. Also das Einzige, was an Menschen nicht brennt, sind die Knochen. Das ist ein bisschen schwierig. Das dauert ein bisschen. Also die bleiben irgendwie ein bisschen relativ brennfest. Abfackeln ja, aber als Brennstoff selbst taugt ein Mensch jetzt nicht wirklich. Abfackeln. Ich meine, der brennt gut. Also wenn du ihn auf ein Feuer schmeißt, dann ist der. Abfackeln kannst du es, aber du brauchst einen externen Brennstoff, als wirklich, als selbst brennen tut's ja nicht. Ja, dann hast du ein Stück Kohle, das ist, bleibt ein Stück Kohle übrig. Und Knochen. Ein Stück Kohle mit Knochen. Wait a second. Ich muss hier gerade mal. Da sind die Zitate. So wie ich das sehe. Okay, Ist es nur geht mir drei. tot, nur festzustellen, ob es eine Hexe ist. Welche denn? Hey, sag's uns und sag's uns, wo man sie erkennen kann. Was tut man im Allgemeinen mit Hexen? Verbrennen! Verbrennen! Was außer Hexen kann noch brennen? Noch mehr Hexen! Holz! Gut, warum denkt ihr nun, dass Hexen brennen? Weil sie vielleicht aus Holz sind? Gut, John, das sind 3 Punkte. Was macht man aus Holz? Wir bauen eine Brücke aus ihr! Sehr gut, aber man kann Brücken nicht, kann man Brücken nicht auch aus Stein bauen? Ja, natürlich. Nächste Frage. Versinkt Holz im Wasser? Nein, nein, es schwimmt. Was schwimmt außerdem noch im Wasser? Brot, Äpfel, kleine flache Steine, Bahnsteigkarten. Ich weiß, ein Ersoffener. Charlies Großmutter. Scheiße, die schwimmt immer oben. Kalte Ente. Sehr genau beobachtet. Also schlussfolgern wir logisch. Wenn ihr Gewicht das gleiche ist wie das einer kalten Ente, dann muss sie aus Holz sein. Und was bedeutet das? Sie ist eine Hexe! Aber Enten immer aufs Holz sind. Nee, Enten schwimmen und Holz schwimmt auch. Also wiegen die ja gleich, weil es schwimmt. Ja, die Logik. Die Logik ist einfach bestechend. Fliegen sonst von oben. Die Schwalbe zieht zwar in die südliche Sonne, auch die Störche und die Rohrdrommler suchen wärmeres Klima im Winter, doch zum Winterschlussverkauf sind sie alle wieder da. Was? Okay.
auf Lach noch über die Texte. Bringt eure Toten raus, gebt mir eure Kaputten. Tja, muss man wirklich mal gucken. Bringt eure Toten raus, man kann sie wenden lassen, sie werden wie neu. Tja. Doch, ich glaube, ich habe den Anfang von dem Film habe ich mal gesehen. Dieses, wo der Halt, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Das mit dem ich den die Anfangsszene habe ich gesehen, wo der König durch England reist und dem wo den Bauern sagt, dass er deren König ist und die dann sagen, wir sind. Das war glaube ich sogar irgendwo in der Mitte, wo dann die Bauern dann sagen, nee, wir sind eine anarchistische Kommune. Hier hat uns keiner was zu das, sagen. Das habe ich den Teil habe ich gesehen, aber das nicht, mehr habe ich nicht gesehen. So diesen einen Clip habe ich davon mal gesehen. Mehr nicht. Ach ja, die Anarchisten. Wusstest du, dass die... Hör zu, mein Junge, ich habe alles aus dem Nichts aufgebaut. Als ich hier anfing, hatte ich nichts als Sumpf. Alle anderen Rancher, Könige sagten, ich sei verrückt hier zu bauen. Aber ich habe trotzdem hier gebaut. Das erste Schloss versank im Sumpf. Da habe ich ein zweites gebaut. Das versank ebenfalls im Sumpf. Also baute ich ein drittes. Das brannte dann ab, weil du gekokelt hast. Aber das vierte, das ich baute, das blieb stehen. Das klingt gerade immer so ein bisschen nach Jan Philipp Zimny. Der Art, wie es vorliest. Das hat dann so ein bisschen. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch irgendwann mal irgendwo gesagt hatte, dass er Fan auch von Monty Python ist. Ich meine, die Art, in der du es vorliest, ist. Ja, schon ein bisschen. Das ist Jan Philipp Zimny-Style. So würde Jan Philipp Zimny das vorlesen. Tja, und sonst so? Oh ja. Ich schmeiß mal. Jodelt sich so durch. Ich schmeiß mal ein paar Eier in den Nether. Viel Spaß. Es klappt. Sie gehen wirklich in den Nether. Also wenn du ein paar Hühner im Nether findest, dann weißt du, was passiert ist. Oder gegrillte Hühner. Ei. Das Lied kenne ich. Gottchen, die Feather Falling Stiefel halten schon verdammt viel ab. Ah, du hast Feather Falling Stiefel? Jo, und zwar auf Stufe 4. Kann ich die haben? Nein. Damit ich nicht so oft sterbe beim Bauern. Nee, du hast deine schon weg. Oh. Und noch ein Ei. Ei. Das tut das Eier, das Huhn im Boot liegen. Oh. Da wird das Ei im Huhn verrückt. Ein. Da kam ein Babyhuhn raus. Das Hühnerlied. Da wirft jemand mit Eiern. Ei. Wenigstens hat er noch Eier.
Natürlich habe ich Eier. Du hast die Eier dazu, mich mit Eiern zu bewerfen. Ja. Ei, ei, ei. Das wird ein großes, enges Portal. Lama, 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 la, 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 lama. Das Küchenlama ist auch noch mit dabei. Yay, ich hab'n Lama. Deine Mutter hat einen Lama. So. Es ist ein sehr schmales Tor. Sieht sehr schmälern aus. Hat was. Ein sehr neuer Küchenstil. Und der Herr sprach und sagte: Zuerst ziehe die heilige Zündnadel aus dem Gehäuse, sodann sollst du zählen bis drei, nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählest, und die Nummer, die du zählest, soll drei und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis Das ist aber jetzt zwei von Philipp zählen. Zimny. Es sei denn, dass du fortfährst zu zahlen bis zu drei. Die 5 scheidet völlig aus. Wenn dann die Nummer 3, welches ist die dritte Nummer von vorne, erreicht ist, dann schleudere mit Kraft deine heilige Handgranate zu Antiochia gegen deinen Feind. Auch Das aus war dem Film. jetzt. Das war nicht von Jan Philipp Zimny. Nein, das ist auch aus. Das klang aber nach Jan Philipp Zimny. Ich Wie dachte. gesagt, ich gehe davon aus, dass er halt Fan davon ist. Ich dachte, da gab es doch mal diesen Text von ihm hier mit dem. Wo er seine eigene Ja. Religion gegründet hat, wo dann wurde. Hat er das nicht auch? Ja, da hat das, glaube ich, auch, da hat das daraus übernommen. Klang das nicht so ähnlich? Da musst du Kann mal sein. gucken. Jetzt mal raussuchen und vergleichen. Ja gut, aber die waren eindeutig früher dran. Das stimmt. Hier muss noch ein Stein hin. So. Oh, ja, das wird viel. Du musst neue Steine, neuen Steine besorgen. Das war knapp. Und da habe ich noch eine Stufe. Ich brauche neuen Stein. Da muss für einen Stein brennen. Scheiße. Stein, Stein, Stein. Stoner. Ich habe so viele Steine, Prof. Ich bin ganz stoned. Ja, und ich chill hier immer noch Der auf war meinem schlecht. Lama. Der war schlecht. Oh, Hundi. Du hast Zombiefleisch. Ich habe den Hund mit Zombiefleisch gefüttert.
Hier habe ich noch ein bisschen Stein. Ich kann trotzdem schon mal Zeugs reintun. Ich habe jede Menge Bruchstein. Ich habe ein Lama. Aha, ich habe ein Pferd. Wobei, ich habe sogar zwei Lamas, weil noch ein zweites hinterherläuft. Das ist ja lahm. Ah. Gab's wohl eine 2-für-1-Aktion. Ach, die hast du vom, hast du wahrscheinlich von dem Villager, Habe ich vom Berg mitgenommen. von dem Händler geklaut. Keine Ahnung, Ich hast du einen Händler würde, oben auf dem Berg? ich habe vor ein, zwei Streams habe ich mal einen getötet dort oben. So. Verdammt. Auch ins Gatter geschmissen, die beiden. Du hältst Lamas im Gatter. Natürlich. Das ist aber keine natürliche Haltung. Ja, die Kühe, die du hältst, die sind da auch keine natürliche Haltung. So eng auf eng. Massentierhaltung. Oh, sieht hübsch aus, aber von hier bis jetzt. Die Kirche, wie sie gebaut ist, nimmt Gestalt an. Oh, wir haben es ja schon 23:18 Uhr. Ach du Schande, ich stehe mir ja schon fast 5 Stunden. Meine So Fresse. ist das Leben. Und nichts geschafft. Oh. Ist ja hier. Ich habe jetzt wirklich die Wand in 5 Stunden. Eine Wand gezogen. Ins Eingangsportal ein bisschen. Heilige Scheiße. Die Kirche wird noch eine Weile dauern, bis sie fertig ist. Das wird noch ein paar Streams brauchen. Großer Gott. Und ich fange gerade alle Lebewesen, die ich finde, und binde sie an den Zaun vor deiner Mauer. Aha. Als Abwehrmaßnahme. Natürlich, Kühe sind sehr bedrohlich und Hühner erst. Sag ich doch. Stein machen, Stein machen, Stein machen, Stein machen. Dieser Weg wird kein leichter Oh nee, sein. nichts gesehen, du. Nicht der schon wieder. Und Würde aber nochmal Kühe. sagen. Ich würde aber sagen, spätestens halb hören wir dann auf. Oh jo. Halb Mitternacht. Huhn. Wie spät war es, als Seppi gegangen ist? Keine Ahnung. Muss ja Ich auch kann mal kurz schon. hier in den Log gucken. Muss ja auch schon halb Mitternacht. Professor Serpi left. Uhr 22:47, also jetzt vor einer halben Ah, Stunde. okay. Bis 22:30 oder? Haben mir auch gesagt, dass wir bis 22:30 machen wollen. Aber war ja alles legit. So, eine Seite habe ich voll mit Lebewesen. Nächste Seite. Lebewesen. Lebewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben alle eine Leber. Nassius. Den Film kennst du wahrscheinlich auch nicht. Was? Big Friendly Giant. Kennst du den Film? Sagt mir jetzt so direkt nichts. Hier gibt es diesen einen Riesen, der so ein bisschen nicht ganz die Menschensprache beherrscht. Daher kommt das Leberwesen. Also nicht mit ER, sondern mit So, A. so. Lebewesen. Im Original wahrscheinlich noch anders, aber. Ein Livervieh. Ein Lebensviech. Ein lebendiges Viech. Ja, so heißt das halt auch nicht wirklich. Kann ich Fische anbinden?
Hier, mach mal eine Stufe. Schade, nein, kann ich nicht. So. Die waren sehr kurz angebunden. Kurz und angebunden. Hops, hops, hops. Genau hier. So war es, oder? Ich brauche mehr Getier. Sekunde. Das Doppelte ist ziemlich schnell. Verstehe. Die Säulen, die Stacks der Erde. So habe ich den Stream genannt, Puff. Die Stacks der Erde. So. Ach, da bist du. Sind jetzt natürlich nicht gleich groß. Kann ich zwei Hühner miteinander verbinden? Nein. Aha, eins unter dem hier. Wieso willst du zwei Hühner miteinander verbinden? Lebenspartnerschaft. Haben keine kirchlich gesegnete Partnerschaft. Richtig gesegnet wird sowieso nichts mehr. So ohne Kirche. Habe ich dir mal das Video gezeigt hier von dem, hast du das Video gesehen von dem Priester, der erzählt hat hier, dass Kläranlagen gesegnet werden, dass sonst was gesegnet wird, aber die Schwulen Verstehe, du dürfen nicht bist sehr, gesegnet sehr werden. tot. Back und Stöße. Weg und Bissel. Mein Gott, Fissel. Fissel, die Bissel. Fissel am Stissel. Bitte sehr am Stissel. Verdammt. Ach ja, den Petition habe ich früher gerne geguckt. Keine Ahnung, wer das ist. Paluten. Paluten kennst du. Ja, namentlich ja. Damals, als er noch Minecraft-Videos gemacht hat. Mittlerweile, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nicht mehr wirklich einen Plan, was er machen will. Der macht so ein bisschen, tja, Dinge und Sachen. Simulatoren spielt er gerade viele. Das ist ja. Und so von allem ist irgendwie ein bisschen was. Er hat dann noch einen Reaction-Kanal gemacht. Den Team Paluten-Kanal. Aber so. Ach, Bienen, stimmt, die sind hier auch noch unterwegs. Auf die Axolotl-Version haben wir noch nicht geupgradet. Nö.
Der Community-Server, auf dem ich privat jetzt häufiger spiele, der ist auf der besten Version. Oh jo. Da muss dann mal ein bisschen switchen. Das Eingangsportal. Das kriegen wir vielleicht noch fertig. Wäre ganz prickelnd. Ja. Und immerhin sind wir jetzt schon bei meinem Tutorial bei Minute 4 angelangt. Von 21. Das Video ist ziemlich schnell. Wird halt einiges vorgespult. Offensichtlich. Und ich brauche natürlich auch ein bisschen länger. Ein bisschen. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und vielleicht sogar da. Nö, dort. Da nicht. Aber dort. Dort ganz sicher. Und drüben. Drüben denke ich auch. Und woanders? Nee, aber anderswo. Ha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Och, Menno, Enderman, warum? Die Baum. Mobfarm steht schon wieder offen. Weilbaum, Prof. Dann mache ich die halt mal wieder heile. Das zu, das zu, das zu. So viele Blöcke fehlen. Weil die Was für Pfeifen den Blöcke? Scheiß down rausziehen. Dreckblöcke. Dreck. Die Endermen sind doch immer wieder sehr aktiv, damit Also alles zu entfernen. ich habe unten in meinem Keller, falls hilft, eine Kiste voller Dreck. Das ist jetzt das, was am wenigsten fehlt. Dachte, die fehlen. Sie fehlen, aber mir fehlen sie nicht. Würde Sie mir auch fehlen Gedanken machen. geografisch, aber nicht logistisch. Würde ich mir auch Gedanken machen. Wenn du keinen Dirt findest, dann weiß ich auch nicht mehr, wie ich dir noch helfen soll. Wenn es dir an Dirt mangelt. Wenn ich Dirt brauche, frage ich Dirt. Aber jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Warum? Für eine Community-Server, auf dem ich bin. Ich werde einfach eine Marktlücke nutzen. Ich werde einen Drecksladen eröffnen. Ich werde Dirtblöcke verkaufen. Einfach just for fun. Ja, ich bezweifle, dass du viel Geschäft haben wirst. Weil ich dort nichts habe. Ich hab nichts, was man irgendwie verkaufen kann, weil ich einfach nur nicht, weil ich einfach unfähig bin, irgendwas zu kriegen. Deshalb. Nee. Ich will Dreck verkaufen. Ich mache einen Drecksladen. Ist das dann? Was für ein Drecksladen? Und genauso wird's laufen. Aha, hier kommt noch so ein Piepuster drauf.
Okay. Jetzt brauche ich noch eine Stufe, eine Leiter, eine Treppe. Sehr schön. Ui, 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 ui,